Hallo, meine lieben Freunde der Sonne. Ich weiß, die neuen Drachen wurden schon im letzten Video gezeigt, aber ich habe mir ganz schnell wieder neue gekauft, damit ich meine neuen Formate endlich starten kann, weil ohne, dass ihr meine neuen Drachen kennt, geht das irgendwie auch nicht so richtig. Deswegen habe ich mich damit so abgehetzt und deswegen kommt jetzt auch wieder so ein langes Video. Ich versuche mich kurz zu halten, damit es nicht wieder so lange wird. Also, das ist mein zweiter Knochenräuber Kauknochen. Der kann noch nicht fliegen, aber die Animation kennt ihr bestimmt vom Titan und so. Und genau, ja. Farbenkombo ist wie immer die gleiche. Ich habe jetzt diese komischen Schulterdinger, nicht wundern. Und ja. Ist auch ein netter Name, finde ich, so ein Kauknochen. So wird bestimmt jeder Baunepper genannt werden. Und dann habe ich noch einen neuen. Okay, das. Ja. So, warte, hier ist der Titan. Den Titan-Gronkel kennt ihr schon. Kennt ihr auch schon? Hier. Mein Titan-Zipper, Mayo und Ketchup. So sehen die aus. So sieht der Schuss aus. Der hat solche komischen Funken. Ich weiß gar nicht, ob das in Wirklichkeit auch diese. Auf jeden Fall sind die Beine wieder sehr wunderschön verpackt. Ja. Genau, jetzt habe ich auch mal den Zipper. Ja. Also, ich glaube, den Zipper kennen ja auch die meisten. Brauche ich auch nicht mehr so viel zu zeigen, aber. In der Standard-Titan-Farben-Kombo ist natürlich auch wieder vorhanden und ich glaube, das war mein letzter Titan-Drache, der mir noch gefehlt hat, deswegen Baum. So, jetzt muss ich mal gucken. Concentration, Concentration, Concentration. Oh mein, habe ich den, habe ich glaube ich schon gezeigt, oder? Oder? Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich zeige ihn lieber schnell, weil ich nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas damit machen will. Mein Wasserbrecher, zweiter Sturmbrecher, ganz normal. Oh doch, 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 den habe ich gezeigt. Jetzt fällt es mir wieder ein, genau. Ich habe wieder über die Flügel gemerkt beim Fliegen, genau. Ja, Dreifach-Galaxie, Dreifach-Stern, mein Titan, Razorip, Klingenpeitschling. Der heißt Klingenauge. Ich werde jetzt nicht von Felsen zu Felsen fliegen, weil das sonst einfach zu lange dauert. Wobei, beim Klingenpeitschling, der hat hier noch diese Schussanimation. Finde ich nämlich sehr nett. Also, die haben die Schussanimation ja rausgenommen, weil sich viele beschwert haben, dass das eben gebuggt hat, wenn die im Flug geschossen haben. Bei mir war das nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob es bei euch der Fall war, aber ich vermisse die Animation auf jeden Fall. Weil nun ist der Flug nur noch halb so cool ohne die Schussanimation. Genau. Der sieht genauso aus, der Titan. Klingenpeitschling, Klingenauge ist sein Name. Wie auf meinem alten Account, weil ich fand den eigentlich ziemlich schön und wollte den dann auch wieder so haben. Ja, Baum. Interessiert. Ja, ja. Ja, dann nehmen wir jetzt wieder den nächsten. Ach ja, hier. Mein Deathsong. Todesstimme, den wir von der Expansion bekommen haben. Der ist Titan. Der Titan ist ziemlich cool. Das ist, glaube ich, einer von meinen Lieblings-Titan-Drachen. Den haben die richtig cool hinbekommen. Ich habe auch nicht gewusst, wie ich den färben sollte, aber ich habe mich dann einfach so entschieden. Der Schuss ist auch, geht nach oben auf jeden Fall. Der ist auch episch. Okay, bei dem fliegen wir jetzt auch mal. Aber der sieht doch wunderschön aus, oder? Der Titan. Die Augen und die Hörner, also kann ich jetzt gerade schlecht zeigen, wartet. Der Schuss. Ich weiß gar nicht, Schaden. Ich habe wieder vergessen, den Schaden zu zeigen. Halleluja. 15 Schaden. Aber der Schuss, der ist cool. Ich finde diese
Die Steine, die er da schießt, die könnten noch etwas länger auf dem Boden kleben bleiben, aber sonst kann man sich da nicht beschweren. Das haben die auch gut hingekriegt. Der ist doch aber auch nicht verbuggt. Ach, oh Wunder, oh Wunder. Genau, ja, dann habe ich halt noch einen neuen Tef-Song, wollte ich gerade sagen, Dev-Song bekommen. Ich fliege gerade im Kreis, das ist mit Absicht. Den habe ich vom Battle Event bekommen. Ich war sehr glücklich, weil das ist ja, glaube ich, der teuerste Drache, den es im Shop, glaube ich, gibt. Yay. Aber ich finde, die Muster sehen auch immer so schön aus. Dann zeige ich euch den noch mal kurz. Der müsste ja auch gleich hier kommen. Ja, hier. Musiknote ist sein Name. Aussehen tut das so. Das sieht eigentlich fast so aus wie ein Titan, nur nicht in Titanfarben und im normalen Modus, aber ja. Not bad. Der Schuss, der sieht ja so aus, der hat sich auch viel richtig geändert vom Titan. Aber der bleibt länger hängen, der Schuss, habt ihr es gesehen? Der bleibt länger auf dem Boden. Und der vom Titan eben nicht. Kann er fliegen? Ach nee, der kann nicht fliegen, genau. Er kann nur laufen. Ich wollte ihn nur bis Level 5 machen, damit ich ihn euch zeigen kann, damit ich dann schnell die neuen Formate zeigen kann. Genau, so war mein Plan. Dann habe ich eben gesehen, kommt glaube ich der Schneegeist dran. Schneeball kennt ihr schon, genau. Schneeengel heißt der Gute. Wobei ist glaube ich eine Sie. Genau, fliegen kann er auch noch nicht. Aber ich finde den Schneegeist so schön. Der Titan ist auch schön, aber ich finde ihn im Normalen ist er auch ganz cool. Schaden, wie viel Schaden er macht, das weiß ich jetzt nicht. Das zeige ich jetzt auch nicht, weil er nicht fliegen kann, wie eben gesagt. Aber das werdet ihr bestimmt ja auch herausfinden, wenn ihr selber irgendwann mal einen habt. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist ja wie. Es ist voll stressig, diese Drachen zu zeigen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Genau. Ich habe einen zweiten Büffelstachel. Büffelhorn. Titanwesen. Ja, und es lebt wieder 10.000 Jahre. Der rechnet nicht damit, dass ich so auf den Drachen wechsle, weil ich immer eine Sandstorm draußen habe. Dankeschön. So, Büffelhorn. Ja. Ein Riesenpunkt ist das. Aber ich finde, Hannah hat ja schon sehr viel über ihn gesagt, aber ich muss ja auch nochmal meinen Quark dazugeben. Also, verändert hat er sich nicht so wirklich. Er hat sich hier vorne von den Hörnern verändert und bei den Flügeln hat er jetzt hier richtige Stacheln und Krallen bekommen. Aber wenn man den von hinten sieht, dann würde ich jetzt nicht sofort erkennen, ob das ein Titan ist oder nicht. Das also an dem kleinen Dings da hier. Aber wenn du weiter weg bist, könnte das auch ein normaler von hinten sein. Vielleicht hätten die mehr, dass die noch mehr gekringelt sind, die Stacheln oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Aber dass die das Sapper-Ding erst haben, die sehr wunderschön hingekriegt. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Genau, das Feuer ist das beste Feuer, was ich hier gesehen habe. Dass das Fieber fliegen kann, wundert mich auch noch jedes Mal. Warte, Schaden. 25. Ja. Also, oh Gott. So. Schönes Teil. Wunderschönes Teil. Ein Rasenmäher für faule Leute. Also der Titan könnte ein bisschen besser gewesen sein, aber naja, man kann ja auch nicht immer alles perfekt machen. Der Dev-Song ist ziemlich gut gelungen dafür und das ist die Hauptsache. Huch, ja, ich bin weg. Verstecken kann man sich in den Büchern auch sehr gut. So, dann. Boah, ich habe gerade so ein Kribbeln in der Nase, aber ich gleich niesen muss, aber. Es will ja nicht niesen. So, Schreihals und Bibis Gesangsstimme, mein Titan-Dev-Song. Nee, nicht Dev-Song, Titan brüllender Tod, mein Herr.
Huch! Ja. Bibis Gesangsstimme ist der Name, ja, genau. Okay, den kennt aber auch ganz viel vom Battle Event. Da muss man jetzt auch nicht mehr so viel zeigen. Der macht aber, glaube ich, nur 10 Schaden. Aber, ja, warte, wir gucken ja mal kurz nach. 10, ja. Wunderschönen Hauer und 10er hat der. Klasse. So. Die Namenvergebungen sind wieder exzellent von mir gewählt. Wie klein ich bin auf dem Rücken von diesem Riesenvieh, Alter. Naja, gut. Ich weiß nicht so genau, gehört es, dass das Rote hier von den Flügeln auf und ab geht, oder? Ich glaube, es gehört nicht so, aber egal. So, das ist auch ein Riesenwurm, das kann ich euch sagen. So. Nächster. Habt ihr den Skrill schon gesehen? Ich glaube, den habt ihr den schon gesehen? Blitzsammler. Ich glaube doch, den habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Warte. Doch, den habt ihr schon gesehen. So, was machen wir kurz bei dem? Schwabbelarsch, Feuerholz, Grabschlau, Schlitzfeuer, Laserfeuer, Gandalf, Schimmelpopel, Krabbelmonster, Wolkenkrabbler, genau, mein Titan, Krabbeldingsbumster. Ich finde, der ist eigentlich auch sehr gut gemacht. Die haben hier diese Wellen auf den Flügeln nicht mehr, ist mir aufgefallen. Diese Blätter. I don't know, diese Blätter, die sind auf jeden Fall größer geworden und er hat auch viel, viel größere Stacheln am Kopf bekommen und das Feuer ist einfach nur grüner, was ich jetzt nicht so gut finde. Ich glaube, ich habe das verglichen, das Feuer ist eigentlich nur viel, hat ein grüneres Grün bekommen als das normale, dann mein normaler, einfach nur helleres Grün, aber macht natürlich auch mehr Schaden, aber ja. Ist nicht so dufte. Warte, hier vom Titan, ne? Die Explosion ist, glaube ich, auch die gleiche. Da ist die Explosion, da seht ihr es nochmal. Und nur nochmal vom Normal, das ist nicht so best. Ne, das ist vom Normal, das sieht so aus. Und ist. Und da ist die Explosion, glaube ich, nur ein kleines bisschen kleiner, aber es ist, sonst ist es eigentlich das gleiche, was ich nicht so schön finde. Aber gut, kann man hier nicht ändern. Irgendwas zu meckern findet man hier immer, ne? So. Next Generation. Diese Doofheit, Metallregen und flüsternde Zunge. Hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich den Titan machen will. Ist nun passiert. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich ist da. Das Feuer haben die cool hingekriegt. Und genau, ich finde das so schön, dass diese Stacheln hier noch so in dieser Farbe sind. Genau, ja. Den flüsternden Tod, den kann ja, kennen ja auch viele Menschen. Ich kann mit denen noch nicht so ganz umgehen. Von daher muss man den ja hoffentlich auch nicht so oft zeigen. Ich laber nicht so viel und laber auch viel durcheinander, weil, wie gesagt, das Video soll nicht so lange gehen. Dann kommen wir zu den neuen Drachen. Mein Wolkenknirscher. So, okay, die sind sehr klein. Heißen meinen Säbelzahnknirscher heißen die, glaube ich, und die sind richtig cool. Ich finde die voll cool. Die laufen so ein bisschen wie ein Reh, glaube ich. Und schießen tun die auch richtig cool. Die schießen jetzt diese Zähne. Und die Animation macht er jetzt gerade nicht, aber
Ich finde, die laufen so ein. Ich weiß auch nicht. Ich verbinde die mit irgendeinem Tier. Okay, die stammen alle so ein bisschen vom Tier, vom Verhalten, vom Laufen her, aber ich weiß auch nicht. Meine, ich bin wieder durcheinander. Sieht man die Zähne? Okay, jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden der macht. 13. Doch. Statue. Die sind cool. Ich mag die. Sind zwar sehr klein geraten. Ich weiß gar nicht, sind die so klein gewesen? Don't know. Die sind ganz cool. Gucken ein bisschen komisch, aber die sind eigentlich ganz nett. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, was ich denn jetzt labern soll. Dann. Feuerhelm, mein Schaffelhelm. Moinsen. So sieht der aus. Kuntelbunter Regenbogenmischung. Das Feuer. Explosion? Da. Da kann man die Explosion besser sehen. Genau. Ist auch ein dickes, fettes Vieh. Aber was soll man machen? Dann haben wir. Das nächste ist. Rauchmelder. Genau, mein Qualmdrache Rauchmelder. Ich habe lange gebraucht, mir einen Namen zu überlegen für einen Qualmdrache, weil alle heißen Qualmi. Rauchi, irgendwie so richtige Namen da. Und ich habe mal Rauchmelder genommen, weil. Der passt doch. Nee. Das Blöde ist halt nur, wenn die hier fliegen, die sollen hinter sich ja so ein Rauchdings hinter sich her. Ja, von den Flügeln hier den. Aber da irgendwie kriegen die das ja nicht immer hin. Das ist ein bisschen schade. Früher haben die beim Sturzflug das immer hinbekommen. Kriegen die auch jetzt hin. Aber ich glaube, wenn man schnell Sturzflug macht oder hoch zum Beispiel, das geht dann auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Dass das nicht immer so ist. Runter geht noch. Kannst du schon malen. Ich mag das. Aber bleibt halt nicht für immer so. Wenn die gleiten, kommt der Rauch auch, aber der verschwindet immer so komisch. Das finde ich ein bisschen schade. So. Genau, das ist Rauchmelder. Der letzte kleine Drache für seinen auf der Welt. Next Generation Weltenpolter. Genau. I don't know, was das für ein Drache sein soll. Ich habe den aber Weltenpolter genannt. Ich glaube, der hat im Namen irgendwas mit Polterer. Deswegen heißt er bei mir Weltenpolter. So ist wie Poltergeist nur Weltenpolter. I don't know. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen falsches Deutsch dabei, aber guckt euch das Vieh doch mal an. Das ist doch nicht schön. Das ist wie ein Pferd. Das läuft wie ein Pferd. Wiehern tut es auch wie ein Pferd. Ich guck euch das doch mal an. Der galoppiert doch wie ein Pferd, oder? Findet ihr das nicht? Es könnte ein Pferd sein. Und fliegen tut er auch so ein bisschen. Wie so ein Pferd. Oder ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber es sieht auf jeden Fall nicht so beautiful aus. Diese Viecher sehe ich auch ganz, 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 ganz selten in School of Chasen. Achso, 18 Schaden hat er eben gemacht. Habt ihr gesehen? Ich glaube schon. Also mein Lieblingsdrache ist das nicht. Nein. Nein, das könnt ihr vergessen. So, nächster Drache. Seelenschneider. Mein Regenschneider heißen? Heißt die Regenschneider oder ist die Sturmschneider? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber der ist auf jeden Fall Seelenschneider. Ich finde, das ist. Sieht. Ja, die sehen alle ziemlich komisch aus, aber. Der ist auch ziemlich fett. Also. Boah. Nee, da. Nee.
es laggt. Der ist auch, also. Ja, also, was soll man dazu noch sagen, ne? Achso, das Feuer. Der schießt auch. Der schießt ziemlich schnell. Nee, also. Ja, diese Viecher sind nicht so meine. Zum Schluss kommen die ganzen Drachen, die ich nicht so oft benutzen werde, also am seltensten benutzen werde, weil. Okay, den Quallendrachen und den Sägezahnknirscher wahrscheinlich öfter, aber solche wie die hier zum Beispiel, ich weiß einfach nicht, was das sein soll. Oh. Aber der hat ein cooles Feuer. Blattwühler heißt der. Ja, genau, Blattwühler. Ach ja. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Was ist der letzte Drache? Ah, das ist der letzte Drache. Okay. Teufelauge heißt der. Ich überlege, heißt der Teufelauge oder soll ich ihn Teufelsauge noch nennen? Überlege ich mir noch. Auf jeden Fall ist das Teufelauge. Das ist der letzte Drache. Dann. Ja, ich habe jetzt auch alle Drachenarten und alle Titandrachen. Und das war ein Haufen Arbeit, alter Schwede. Genau. Feuer. Das Feuer ist ziemlich cool, wenn es auf den Boden ankommt. Das knüsselt noch so ein bisschen. Deswegen, habt ihr es gesehen? Das ist total klasse. Das sieht richtig cool aus, wie so ein kleines Feuerwerk. Das ist ein cooles Explosion-Ding. Das finde ich klasse. Okay, meine lieben Freunde der Sonne. Ja, ich habe jetzt alle Drachen. Oh Gott, dann kann ich ja endlich meine neuen Formate starten. Hibikayay. So, das Video braucht wahrscheinlich wieder 2 Tage, bis es oben ist. So wie ich YouTube kenne. Genau. Das war's. Wie die neuen Formate funktionieren und all sowas, das erkläre ich euch dann in einem extra Video. Das bitte euch dann auch anschauen. Nicht, dass dann wieder irgendwelche Leute in School of Dragons mich dann irgendwie ständig irgendwas fragen. Obwohl das alles im Video gesagt wird, was es ist. Und ich erkläre es euch auch nicht 10.000 Mal doppelt in School of Dragons. Das könnt ihr vergessen. Genau. Dann werde ich jetzt Sansan Pai Parship anmelden, weil der ist Single, der Sansan. Nein. Scherz. Also, er ist Single, aber ich werde ihn da nicht anmelden, meine Fresse, ey. So dumm bin ich nun auch wieder nicht. Weil Sankes Luna ist komisch. Die ist sehr komisch. Die hasst alle Dragons-YouTuber, hat sie gesagt. Sie ist selber kein Dragons-Fan mehr. Und wird daraufhin bestimmt ihren Account auch gelöscht haben. Fragt mich nicht. Aber ihr könnt, also von ihr kommt bestimmt keine Dragons Videos mehr und ja. Genau. Also sonst eine Single, wie gesagt, also ja, wollte ich nochmal kurz sagen, dass. Huch! Achso, der ist jetzt gar nicht mehr glücklich, ja, okay. Dass die nicht mehr auf YouTube ist. Also schon, aber ja, ihr habt eben gehört, was ich gesagt habe. Okay. Dann wird das nächste Video hoffentlich wieder was mit Sansan sein. Der ist ja schon das 2. Mal jetzt nicht dabei gewesen hintereinander. Das kann ja nicht angehen hier. Tschüss.